Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in der heutigen Folge möchte ich einmal mehr Stellung beziehen zu dem Thema Fischtierärzte. Es wird mir immer mal wieder vorgeworfen, ich würde auf den Fischtierärzten rumhacken oder würde eben gegen Fischtierärzte sein, würde alle unter Generalverdacht stellen, und deswegen möchte ich hier meine Vorbehalte, die ich wirklich auch habe und die auch in den anderen Videos meiner Meinung nach deutlich differenziert zum Ausdruck kommen, nochmal deutlich machen. Als einfachstes Beispiel mache ich es mal so: Ich bin ja öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. So. Und wenn ich einen Gutachtenauftrag bekomme, dann läuft das so ab, dass mich das Gericht anfragt, ob ich ein Gutachten zu einem Schadensfall oder zu einem Streitfall bearbeiten kann. Und dann wird auch direkt Wert darauf gelegt, dass ich bisher mit beiden Parteien, die dann eben streiten, nichts zu tun hatte. Und vor allen Dingen auch, dass ich keine kommerziellen Verflechtungen, also dass ich nicht mit einem der streitenden Parteien in irgendeiner Form finanziell zu tun habe, dass ich zum Beispiel Lieferant bin von irgendeinem Produkt, was eine der Parteien bei mir eben regelmäßig kauft, dann dürfte ich schon kein Gutachten mehr in diesem Streitfall schreiben. So, das vielleicht als Einleitung. Jetzt ist es so, natürlich sind Fischtierärzte wichtig, denn wenn man Probleme, ernsthafte Probleme bei Koi hat, dann ist das die letzte Instanz, die noch helfen kann. Und wir haben Gott sei Dank in Deutschland eine relativ hohe Dichte an Fischtierärzten, die auch alle sehr gut sind. Also zumindest die, die ich kenne, sind meiner Meinung nach auch sehr gut. Und vor allen Dingen, die haben viel Erfahrung. Und wer schon länger mit Koi zu tun hat, der weiß, dass Erfahrung einfach das Wichtigste überhaupt ist, dass man eben das Verhalten eines Fisches in dem Kontext oder auch das Auftreten von einer Erkrankung in dem Kontext sehen kann und dann eben auch die richtigen Schlüsse zieht. So. Und das Einzige, wo ich wirklich ein Riesenproblem damit habe, ist, wenn ein Fischtierarzt eben auch einen Fischhändler betreut und die Verbindung zu dem Fischhändler über das normale Maß, so möchte ich es mal formulieren, deutlich hinausgeht. Was will ich damit sagen? Normal ist, dass eben auch Fischhändler von eben Tierärzten betreut werden. Das soll ja sogar so sein. Also das ist ja auch in unser aller Interesse, dass eben diese Fischhändler regelmäßig KV-Proben und CEV-Proben vom Tierarzt nehmen lassen, damit zum einen auch sichergestellt ist, dass die richtig genommen werden und damit sie eben auch, ich sage jetzt mal, tatsächlich dann im Falle eines Auftretens einer Erkrankung eine Konsequenz zur Folge haben. So, jetzt ist es aber so, dass der ein oder andere Tierarzt das normale Maß meiner Meinung nach deutlich übersteigt, indem es dann nämlich zu dieser finanziellen Verflechtung kommt, indem zum Beispiel der Fischtierarzt gemeinsam mit dem Fischhändler medial aktiv wird, auf YouTube-Videos oder auch im Fernsehen, oder man gemeinsam Bücher schreibt oder jeweils der eine die Bücher des anderen weiter propagiert und. Oder man empfiehlt das Futter von dem Händler oder der Händler empfiehlt dann den Tierarzt immer weiter. Und da muss ich sagen, das ist meiner Meinung nach das, wo es dann anfängt, gefährlich zu werden. Und zwar stelle ich einfach eine Frage, die dann jeder Zuschauer sich selber beantworten soll und auch der entsprechende Fischtierarzt vielleicht mal drüber nachdenken soll: Wie entscheide ich mich denn dann als Tierarzt, wenn der Händler, den ich betreue und mit dem ich so eine enge Beziehung habe und so eine enge kommerzielle Verflechtung, wie entscheide ich mich dann, wenn dieser Händler rein fiktiv gesprochen KV-Fische hat, die aber bereits verkauft sind, und diese Fische müssen ausgeliefert werden, weil ich habe als Händler auch das Geld schon, weil ich sonst insolvent bin. Was mache ich denn dann als Fischtierarzt? Oder was mache ich überhaupt als Fischtierarzt, wenn bei meinem Händler was passiert, was existenziell für den Händler ist? Ich aber mit diesem Händler eben befreundet bin oder eben eine sehr lange, sehr intensive mediale Vergangenheit habe, oder aber auch die Gefahr besteht, dass von dem Negativen, was dem Händler passiert, vielleicht was auf mich abfällt. Ja, wie entscheide ich mich denn dann als Fischtierarzt? Ich bin Gott sei Dank keiner, und die Sachverständigenordnung ist da auch eindeutig, dass einfach sowas gar nicht erlaubt ist und gar nicht geht. Und das ist eben das, wo ich sage, da wird es dann problematisch, weil dann stellt sich mir einfach die Frage, wie kann denn dann ein Fischtierarzt noch auch im Sinne des Koi-Kunden entscheiden, wenn er so eine enge Beziehung zu einem Koi-Händler hat.
Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal so in den Raum stellen. Und da musst du, lieber Koi-Kunde, dich einfach selber dann mal fragen, bei welchem Fischtierarzt fühlst du dich denn dann wohl? Bei dem, der ein normales geschäftsmäßiges Verhältnis zu einem Koi-Händler hat, oder bei einem, wo du den Eindruck hast, der geht dort ein und aus und ja, ne, dieses ganze Paket an gemeinsamen Aktivitäten. Aber ich will da nicht drüber urteilen. Ich weiß, was ich als Sachverständiger tun darf und auch tun werde. Und zum Beispiel ist das für mich auch ein Punkt gewesen, wo ich entschieden habe, ich will im Koi-Bereich auch gar nichts mehr verkaufen, was ich vor vielen Jahren noch gemacht habe, um einfach in solche Beziehungen gar nicht reinzukommen. Ja, das war es schon zu dem Thema. Wenn du der Meinung bist, dass das vielleicht für andere Koi-Halter, Koi-Kunden interessant sein könnte, dann würde ich dich bitten, diesen Beitrag zu teilen. Denn es ist ja in euer aller Interesse, dass ihr euch auf das Urteil des Fischtierarztes, der eure Fische behandelt, verlassen könnt, weil es geht nicht nur um viel Geld, es geht auch um ideelle Werte. Und ich sag mal, ich hätte ziemliche Bauchschmerzen, wenn ich nicht wüsste, ob mein Fischtierarzt jetzt wirklich alles tut und vor allen Dingen mir auch alles sagt, was er möglicherweise ahnt oder weiß, um meinen Fischen zu helfen. Und einen Nachsatz sei mir auch noch gestattet. Ich bin wirklich dankbar, dass wir hier in Deutschland so ein dichtes Netz an Fischtierärzten haben, weil es gibt auch immer wieder Leute, die neu mit dem Hobby beginnen und die können am Anfang einfach gar nicht alles selber können und alles selber wissen. Ich bin aber trotzdem nach wie vor auch der Meinung, dass zum erfolgreichen Koi-Hobbyisten gehört, dass er, ich sage jetzt mal, das Grundhandwerkszeug der Fischbehandlung selber kann, weil es häufig eine zeitkritische Sache ist. Oder andersrum auch gesprochen, in der Regel ist es so, dass Probleme im Fischteich nicht gleich das ganz große Problem darstellen, es sei denn, man kauft sich einen multiresistenten Fisch dazu oder einen Fisch, der ein Kolumnares-Problem hat oder eben einen KV-Fisch. Dann knallt es direkt richtig. Aber meistens, wenn ich jetzt zum Beispiel so das Frühjahr nehme, dann ist es doch eher so, dass die Probleme klein anfangen. In der Regel ist es ein parasitärer Befall. Wenn der nicht erkannt wird, dann wird daraus ein bakterielles Problem und dann auf einmal knallt es richtig und dann haben mehrere Fische Aufbrüche und Löcher und dann ist halt Holland in Not. So, und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass du, lieber Koi-Kunde, du, lieber Koi-Halter, ein Grundwissen, ein Basiswissen an ja, Möglichkeiten hast, ein Problem zu erkennen, ein Problem zu analysieren und eben auch weißt, wie du dir dann helfen kannst, sodass dann auch eine gewisse Zeit da ist, bis ein Tierarzt verfügbar ist, um dann tatsächlich möglicherweise die finale Behandlung durchzuführen, falls du es nicht schon selber geschafft hast. Und deswegen bin ich der Meinung, haben Fischtierärzte ihren Sinn, aber eben auch eine gute Praxis, die man selber machen kann. Ja, das war's schon zu dem Video. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.